Ja, guten Abend. Ich möchte euch und Sie alle herzlich begrüßen zu unserer Diskussionsveranstaltung heute Abend mit dem Titel Deutsche Waffen für Autokraten in Nahost. Besonders möchte ich unsere beiden Gäste begrüßen, Jan van Aken hier zu meiner Rechten und Markus Bickel eins weiter, die sicher viele von Ihnen schon kennen, die ich aber gleich noch mal detaillierter vorstelle. Mein Name ist Stefanie Krohn, ich bin Referentin für internationale Politik hier in der Stiftung und moderiere, ich führe durch den Abend so. Organisiert ist die Veranstaltung, hat die Veranstaltung die Redaktionsgruppe des Online-Dossiers Nahe Osten und Türkei, das wir hier seit 2-3 Jahren in der Stiftung betreiben. Und ich mache jetzt erstmal eine kurze Einführung ins Thema und stelle die beiden Gäste nochmal vor. Und dann wollen wir entlang von ein paar Fragen, etwa 10 Fragen, die wir vorbereitet haben, in ein Gespräch auf dem Podium kommen und spätestens aber nach einer Stunde auch für Ihre Fragen und Diskussionsanregungen das Podium öffnen. 2 organisatorische Sachen noch. Zum einen ist es ja eine von öffentlichen Mitteln geförderte Veranstaltung, deswegen haben wir immer Teilnahmelisten. Die liegt da hinten aus, die Teilnehmer- und Teilnehmerinnenliste, und da bitte ich Sie und euch, alle sich einzutragen, beim Rausgehen oder aufs Klo gehen. Und das Zweite ist, wir nehmen die Veranstaltung heute Abend auf Video auf, auch die Diskussion, Henning, oder alles? Alles, den ganzen Abend? Nur die Podiumsdiskussion, also eure Fragen sozusagen, der zweite Teil wird da nicht mehr bei sein. Gut, als wir haben mit der Planung für diese Veranstaltung schon Ende letzten Jahres begonnen, haben mit Markus Bickel gesprochen, uns getroffen, und da ging es vor allen Dingen um eine Präsentation seines neuen Buches, Die Profiteure des Terrors, wie Deutschland an Kriegen verdient und arabische Diktatoren stärkt, das liegt auch dort hinten aus zum Verkauf. Das ist letztes Jahr im Westend Verlag erschienen, und die Idee war eigentlich mit der Veranstaltung mal die Aufmerksamkeit auf wenig beachtete Krisenherde und Kriege und die deutsche Beteiligung daran zu richten, etwa auf den Jemen, wo seit mehreren Jahren Krieg geführt wird und wo wenig bekannt ist. Nun hat das Thema der deutschen Waffenexporte mal wieder, nicht zum ersten Mal, aber auch wieder eine ganz besondere tagespolitische Aktualität bekommen und damit auch die Veranstaltung. Und zwar, wie die meisten wissen, begann die türkische Armee Mitte Januar das kurdische Afrin in Nordsyrien zu bombardieren, und kurz darauf marschierten auch von der türkischen Regierung aufgerüstete islamistische Milizen dort ein, und zwar begleitet von deutschen Panzern oder Panzern deutscher Produktion. Solche Bilder gingen auf Facebook zum Beispiel viral. Und bereits seit Monaten sind auch die Pläne des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, die eine Panzerfabrik in der Türkei bauen möchten, immer wieder Gegenstand von Verhandlungen um die Genehmigung zwischen der Bundesregierung und Ankara. In absoluten Zahlen gehört die Türkei zurzeit allerdings nicht einmal zu den Top 10 der Empfänger deutscher Rüstungsexporte. Zu diesen Top 10 gehören inzwischen vor allem 4 arabische Staaten, nämlich Algerien oder Algerien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, die bei den 4 deutschen größten Rüstungsgroßbetrieben Rheinmetall, ThyssenKrupp, Marine Systems, Diehl Defence und Krauss Maffei Wegmann einkauften. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten stehen an der Spitze auch der arabischen Militärallianz, die im Jemen seit 2015 für eine humanitäre Katastrophe sorgt. Da sind inzwischen von den 27 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen 20 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen, 7 Millionen von Hungersnot bedroht und 3 Millionen innerhalb des Landes auf der Flucht. Eine politische Lösung des Konflikts, also ein bisschen was tut sich vielleicht da jetzt, da gehen wir gleich drauf ein, liegt auch 7 Jahre nach den Protesten in der Hauptstadt Sanaa in weiter Ferne, auch weil immer noch kein kompletter Ausfuhrstopp, das ändert sich vielleicht gerade, für Waffen aus Deutschland an die Königshäuser am Golf und an das Regime von Al-Sisi in Kairo verhängt worden ist. Das boomende Geschäft mit deutschen Waffen. Deutschland war 2015 drittgrößter Waffenexporteur der Welt nach den USA und China. Und die laxen Genehmigungs- und Kontrollmechanismen
auch im Fall diktatorischer Regime, werden mit dem Kampf gegen den islamistischen Terror im Nahen Osten gerechtfertigt, welche Folgen das für die Einwohner und Einwohnerinnen dieser Region, also eine solche Politik, welche Folgen sie hat auf die Einwohner und Einwohnerinnen, eine Politik, die auf die militärische Bekämpfung des Terrors und eben nicht auf eine Stärkung derjenigen demokratischen Kräfte setzt, die sich Krieg und Staatsterror entgegenstellen, wie es etwa die Bewegungen des arabischen Frühlings 2011 versuchten. Das zeigt das Buch von Markus Bickel und darüber möchten wir heute Abend eben auch sprechen, ebenso wie über die Möglichkeiten von Protest gegen deutsche Rüstungsexporte, insbesondere an Autokraten in Krisenregionen. Dazu haben wir mit Jan van Aken und Markus Bickel zwei ausgewiesene Experten hier auf dem Podium. Markus Bickel ist Journalist und, wie bereits erwähnt, der Autor des Buches Die Profiteure des Terrors. Er war von 2012 bis 2015 als Nahost-Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ in Kairo. In den Nullerjahren, wenn ich das richtig erinnere, berichtete Markus Bickel vor allem vom Balkan, über den Balkan. Und davor war er Redakteur der linken Wochenzeitung Jungle World. Jan van Aken war von 2009 bis 2017 Mitglied des Bundestags und zuletzt außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Er ist zudem promovierter Biologe und arbeitete unter anderem als Campaigner für Greenpeace und als Biowaffeninspektor bei den Vereinten Nationen in New York. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass du das Thema der deutschen Waffenexporte auf eine neue Art und Weise auf die mediale Agenda in Deutschland gebracht hast. Meine erste Frage geht auch gleich an Jan und knüpft an persönliche Erfahrungen an. Du warst selbst im Norden Syriens unterwegs. Hast du dort auch deutsche Waffen in Händen syrischer Kämpfer gesehen, sei es dschihadistischer Kämpfer oder kurdischer Kämpfer? Ja, haben wir tatsächlich. Also als ich 2009 in den Bundestag gekommen bin, haben wir angefangen, jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt geschossen wurde, gewalttätige Konflikte ausgetragen wurde, haben wir uns die Videos angeguckt, die Fotos. Und ich kann das nicht, ich bin überhaupt kein Waffenexperte, aber im Büro bei mir gibt es jemanden, der kann dann auch auf so einem verwackelten Al Jazeera-Video sagen, das ist jetzt ein deutsches Gewehr oder das ist ein deutsches Panzerfahrzeug. Und eigentlich haben wir in fast jedem Konflikt immer auch deutsche Waffen gefunden und meinetwegen auch im arabischen Frühling deutsche Wasserwerfer in Kairo und. Und wir haben natürlich auch von Anfang an in Syrien, in dem beginnenden Bürgerkrieg, von Anfang an geguckt, haben immer wieder eigentlich auf allen Seiten auch deutsche Waffen gesehen, immer wieder vereinzelt. Und daraus ist dann die Idee gestanden, als ich im Norden Syriens 2013 Rojava rausbildete, das heißt diese selbstverwaltete, basisdemokratische Republik darf man nicht sagen, aber sozusagen kurdische Zone. Die haben uns eingeladen, haben wir gesagt, als Team, wir fahren dahin, auch um mal zu sehen, was wir möglicherweise dort an deutschen Waffen finden. Und dann war es so, dass wir im Januar 2014, sind wir damals noch über Mosul vom Irak nach Norden Syrien eingereist. Da war Mosul noch nicht in der Hand vom IS. Und dieser Grenzübergang, über den wir gekommen sind, der ist gerade 2-3 Wochen vorher freigekämpft worden. Der war vorher vom IS kontrolliert. Dann hatten eben die kurdischen Milizen in Nordsyrien, die YPG, hatten das freigekämpft. Und dann haben sie gefragt, sag mal, wenn ihr die da jetzt vertrieben habt und ihr kommt dann in das Dorf rein, dann müssen doch auch noch Waffen rumliegen, also ne, muss doch Beutewaffen geben. Und dann drucksten die erst rum, weil das sind natürlich alles Waffen, die sie dann selber benutzen und haben dann aber angefangen aufzuzählen, was sie so gefunden haben, das und das und das und Milan und das. Und bei Milan horchten wir auf, weil Milan ist eine Panzerfaust, die wird zu 50% in Deutschland produziert und der andere Teil wird in Frankreich produziert. Und dachten wir, das kann ja nicht wirklich wahr sein, dass der sogenannte IS da ist, dass die dort mit deutschen Waffen kämpfen. Und dann kamen die eine Stunde später mit dem Pickup, brachten sie dieses Panzer Abschussrohr mit, konnten die Seriennummer aufnehmen und konnten dann feststellen, dass das eine Panzerfaust war, die Ende der 70er Jahre über Frankreich an Assad Vater geliefert worden ist. Dann lag sie wahrscheinlich 30 Jahre da irgendwo im Arsenal, ist dann irgendwie erobert worden im Laufe des Bürgerkriegs und ist dann am Ende bei IS gelandet. Für mich ist das dann eigentlich das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man Waffen exportiert.
weil sobald sie das Land verlassen haben, ist die Kontrolle komplett weg. Und wer irgendwann 30, 40 Jahre später oder noch viel später damit irgendwann mal Krieg führt und auf wen schießt und wen erschießt, das lässt sich überhaupt nicht kontrollieren. Ich glaube, es hat sich 77 niemand vorgestellt, dass mit der Panzerfaust irgendwann von rechtsterroristischen Islamisten die YPG, die Kurden dort in Nordsyrien angegriffen werden. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben danach immer wieder Videos gefunden, wo sowohl die YPG und die PKK, die natürlich eigentlich offiziell überhaupt keine Waffen aus Deutschland finden, dass die deutsche Waffen benutzen. Die YPG hat sich das nicht nehmen lassen, Propagandavideo ins Netz zu stellen, wo sie selbst mit der Milan hantieren und die abfeuern. Die haben sie dann auch entweder irgendwo auf dem Schwarzmarkt gekauft oder auch erobert, keine Ahnung. Das heißt, auf allen Seiten finden wir tatsächlich deutsche Waffen. Ja, bleiben wir mal bei Syrien. Brauche mal einen Augenblick. Da geht der Krieg im März in sein 8. Jahr und jetzt, wie ich schon erwähnt habe, ist die Türkei jetzt schon zum zweiten Mal im Norden des Landes, hat dort interveniert, diesmal im kurdischen Afrin. Welche Rolle spielt Deutschland bei diesem Einmarsch des NATO-Partners Türkei in Syrien? Na gut, das eine sind die Panzer, das wissen alle hier im Raum, die Bilder haben alle gesehen, dass die türkische Armee dort auch mit Leopard 2 Panzern mit unterwegs ist in Nordsyrien, aber ich glaube, die deutsche Rolle ist dann noch viel komplexer. Ich glaube, das Wichtigste, was ich zur deutschen Rolle da sagen könnte, ist, sie haben viel zu lange geschwiegen und schweigen immer noch. Es ist völlig klar, dass die Bundesregierung, und egal welche das war, ob das damals noch die FDP und CDU war oder denn die Große Koalition bis heute, sie haben sich eigentlich fast durchgehend, mit einer kurzen Ausnahme zwischendrin, immer auf die Seite des Erdogan-Regimes gestellt. Und sie haben mir selbst noch im Auswärtigen Amt gesagt, als ich noch Abgeordneter war, die Kurden in Nordsyrien, die bekommen von uns gar nichts. Und da redeten wir über humanitäre Hilfe, wir redeten über Medikamente und da war nur der Satz, die bekommen gar nichts, ist alles PKK. Das heißt, sie haben sich komplett auf die Seite des türkischen Regimes gestellt, die eben von Anfang an versucht hat, seit 2013 versucht hat, dass Rojava, diese kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien, kaputt zu machen. Es gab eine Blockade, es gab an den Stellen, wo das türkische Gebiet an IS-Gebiet grenzte, da waren die Grenzen komplett offen, da konnten die IS-Kämpfer mit Waffen jede Nacht darüber gehen. Da, wo das kurdische Gebiet an die türkische Grenze stieß, da war es komplett gesperrt, da haben sie Mauern gebaut. Da ging nichts rein. Das heißt, es war eine richtige Blockade rund um Rojava und die Bundesregierung hat es von Anfang an mitgemacht. Es gab also überhaupt keinen Versuch, nicht mal humanitäre Hilfe. Und auch die Waffenlieferungen, die es dann gab an die Kurdinnen und Kurden, die gingen eben nicht an die YPG in Nordsyrien, die gingen dann ausdrücklich an die rechtskonservativen, feudalen Kurden im Nordirak, die nun wirklich mit dem Kampf gegen den IS kaum was zu tun hatten. Also die Bundesregierung hat sich politisch immer an die türkische Seite gestellt und damit auch die türkische Regierung natürlich ermächtigt, ihre antikurdische Politik dort in der Türkei durchzuziehen. Das ist bis heute, ich meine, es kann eigentlich gar nicht sein, dass ein NATO-Mitglied einen völkerrechtswidrigen Krieg, und das haben heute im Bundestag, wie ich gelesen habe, alle Parteien außer der AfD nochmal ganz klar formuliert, das ist völkerrechtswidrig, das sagt auch die CDU, das wissen alle, und trotzdem gibt es da überhaupt keine klaren Worte in Richtung Erdogan-Regime. Also ich glaube, diese politische Unterstützung, machen wir nicht sagen, aber das politische Weggucken und damit die Ermächtigung, das ist, glaube ich, das viel Wichtigere als die Waffenlieferung. Oder noch mal wichtiger als die Waffenlieferung. Ja, bleiben wir bei der Türkei, Markus. Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall, eins der vier großen, verhandelt mit der türkischen Regierung über die Modernisierung von Leopard-2-Panzern, um sie besser gegen Angriffe von Dschihadisten angeblich und Kurdenmilizen in Syrien zu schützen. Wie kann das sein, wenn die deutschen Exportrichtlinien, die gelten ja eigentlich als sehr streng, was die Lieferung von Rüstungsgütern in Spannungsgebiete und autoritäre Regierungen angeht. Dazu zwei Punkte. Die Türkei ist NATO-Partner Deutschlands, das heißt, die Türkei ist kein Drittstaat, wo man besonders genau hinschauen sollte, wie Saudi-Arabien, Ägypten. Da wird in manchen Fällen genauer hingeschaut. Wir kommen noch drauf, wieso nicht. Die Türkei ist als NATO-Partner besonders begünstigt, kriegt also auch bilateral Waffen schon seit Jahren, darunter ausgemusterte Leo-2-Panzer und anderes Gerät. Wie Rheinmetall es nun schafft, diese Rüstungsexportrichtlinien weiter aufzuweichen, ist ganz einfach. Sie schließen Joint Ventures. Das machen sie in der Türkei, da ist auch ein katarischer Partner dabei bei dieser Panzerfabrik. Sie machen es aber auch in Südafrika
und in Sizilien. Das sind die Fälle, die in den letzten Jahren bekannter geworden sind. In Sizilien gibt es eine Bombenfabrik, da hat Human Rights Watch nachgewiesen, dass Bomben von dort im Jemen in Zivilistengebieten gelandet sind. Die südafrikanische Rheinmetall Dinel Munition ist eine Rheinmetall Joint Venture Tochter, die baut in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Munitionsfabriken. Und so macht es Rheinmetall in der Türkei auch und umgeht auf diese Weise die Rüstungsexportrichtlinien. Das Wirtschaftsministerium in Berlin, was dafür zuständig ist, das zu kontrollieren, sagt, können wir nichts machen, da greifen deutsche Gesetze nicht. Und das weiß Rheinmetall und genau deshalb geht es diesen Weg. Nee, vielleicht nur ganz kurz dazu, weil in deiner Frage klang so an, es gibt hier in Deutschland eine Regelung, dass nicht in Kriegs- und Krisengebiete geliefert wird. Das habe ich auch immer gedacht. Also, ne, also so eine Regel, man darf nicht in Kriegs- und Krisengebiete liefern. Es ist überliefert, dass Franz Josef Strauß mal gesagt hat, wie nicht in Kriegs- und Krisengebiete. Wohin denn sonst? Und es ist tatsächlich so, dass es diese Regelung gar nicht gibt. Das steht nirgendwo festgeschrieben, dass es keine Lieferung in Kriegs- und Krisengebiete gibt. Und das findet auch ständig statt. Ganz einfaches Beispiel ist der Afghanistan-Krieg. An fast alle kriegsführenden Staaten in Afghanistan liefert Deutschland Waffen während des Afghanistan-Kriegs. Die werden da dann auch eingesetzt. Also Kanada ist mit Leopard-Panzern in Afghanistan unterwegs gewesen. Das heißt, es gibt diese Regeln nicht. Ich glaube, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Damit bin ich aufgewachsen. Alle Leute, mit denen ich so rede, denken das, aber es gibt sie tatsächlich gar nicht. Ja, wenn wir jetzt aber zum Beispiel an anderes, es ist eine Frage so an euch beide, an ein anderes Gebiet, nämlich die Unterstützung der kurdischen Peschmerga im Nordirak denken, da läuft ja das Mandat im Frühjahr dieses Jahr aus. Keine deutschen Waffen und Ausbilder sollen dann mehr in den Nordirak kommen. Das war auch eine Forderung von Rüstungsgegnern nach dem drohenden Genozid an Tausenden von Jesiden und Jesidinnen im Sinjar-Gebirge 2014. Ist das gut so oder braucht es eine internationale Truppenpräsenz, um Minderheiten in einer Nachkriegsordnung jetzt zum Beispiel in Syrien oder im Nordirak zu schützen? Naja, über diese Waffenlieferung und diese Militärausbildung für die Peschmerga im Nordirak kann ich mich immer noch aufregen. Es war von Anfang an eine derart große Lüge. Ja, am 3. August 2014 haben die KDP-Peschmerga, man muss dazu wissen, diese Peschmerga im Nordirak, das sind Parteienmilizen. Und die KDP ist die Regierungspartei im Nordirak von dem Präsidenten Barzani oder Ex-Präsidenten Barzani. Die hat sozusagen das gesamte Sinjar-Gebirge geräumt. Und dann konnte der IS überhaupt erst angreifen, konnte 40.000 Jesidinnen und Jesiden vertreiben und viele Tausende töten. Und bis heute sitzen noch tausende jesidische Frauen in Prostitutionsgefängnissen unter Kontrolle des IS. Also das war eine Katastrophe. Dann sind zwei Tage später sind PKK-Verbände ins Sinjar-Gebirge und haben die 40.000 Jesidinnen und Jesiden dort gerettet, haben sie ihnen sicheres Geleit in die kurdischen Gebiete gegeben. Eine Woche später, als sie schon gar nicht mehr in den Bergen waren, als das sozusagen vorbei war, ging in Deutschland die Debatte los, wir müssen die Jesiden schützen, wir müssen jetzt Waffen liefern. Und dann wurden, ich glaube, ich war da vor Ort, 25. September 2014 sind die ersten deutschen Waffen in Erbil im Nordirak gelandet. Immer mit dem Argument, wir müssen die Jesiden schützen. Das war eine reine Propagandageschichte, weil das akute Thema war schon vorbei. Es war auch klar, dass es gerade die Peschmerga waren, die sozusagen die Jesiden dem IS auf dem Tablett serviert hatten, dass die PKK war, die sie tatsächlich gerettet haben. Das wissen die auch. Also ich saß da im Auswärtigen Ausschuss und auch die sich dort auskennen in der Reaktion, auch von der CDU, haben da gesagt, naja, da hatten die Peschmerga ja keine besondere Rolle. Das ist allen klar gewesen, was da passiert ist und es wurde einfach nur als Argument benutzt. Gut, wir haben dann immer wieder gesagt, wir finden das falsch, diese Waffenlieferung, wir finden das falsch mit der Ausbildung. Und dann gab es vor 2 Jahren ungefähr dann die Situation, dass plötzlich die KDP-Peschmerga Jesiden angegriffen haben mit deutschen Waffen. Man sah diese Videos, wo die mit dem deutschen Dingo einen jesidischen Ort angegriffen haben im Schengal-Gebirge. Das heißt, da sind deutsche Waffen eingesetzt worden, von deutschen Soldaten ausgebildete Peschmerga, um die Jesiden anzugreifen. Da ging es nämlich um die Vorherrschaft in den kurdischen Gebieten, die KDP eben auch mit
Waffengewalt durchsetzen wollte. Und selbst danach, obwohl die Debatte ist dann richtig hochgekocht, auch im Auswärtigen Ausschuss, selbst danach ging das mit der Ausbildung weiter, danach ging das mit den Waffenlieferungen weiter. Das hat nichts mit Jesiden zu tun, das hat auch nichts mit dem Kampf gegen IS zu tun, gegen den haben die Peschmerga schon lange nicht mehr gekämpft, sondern da ging es ausschließlich darum, eine mit Deutschland befreundete Macht, nämlich das Barzani-Regime, militärisch zu stärken, auch gegen andere Kräfte im Irak, was ich politisch für eine Katastrophe halte, aber so war es. Und wenn es jetzt eingestellt wird, ist das gut, aber es kommt tatsächlich 4 Jahre zu spät. Ja, da vielleicht noch dran anknüpfend, das Absurde oder Paradoxe an der deutschen Politik ist ja auch, dass Steinmeier, der damals Außenminister war, immer behauptet hat, wir sind für den Erhalt des Gesamtstaates Irak und gleichzeitig dann Waffen an eine Kriegspartei, und das sind die Peschmerga, zu liefern, stärkt nicht den Gesamtstaat, sondern stärkt die Autonomiebestrebungen des kurdischen Nordiraks, die ein Unabhängigkeitsreferendum vor einem halben Jahr gehalten haben, was gründlich in die Hose ging, weil danach in all die Stellungen, in die die Peschmerga eingerückt waren, die Armee aus Bagdad wieder reingerückt ist, die Peschmerga sind entmachtet und der Krieg oder der Konflikt im Irak geht weiter. Und da vielleicht auf den zweiten Teil der Frage, braucht es internationale Präsenz, um Truppen, um Minderheiten zu schützen? Die Frage ist ja, die Jesiden haben das gefordert, andere christliche Minderheiten im Nordirak auch, aber das bräuchte halt auch anders als zuletzt bei der Anti-IS-Allianz ein UN-Mandat und eine wirkliche Schutztruppe, die Konfliktparteien auseinanderhält. Ich glaube, eine Debatte, die gab es in Bosnien vor 20, 25 Jahren, und besonders wenn man nach Syrien schaut, da gab es nie eine Debatte über UNO-Blauhelme, und ich glaube, das ist eine Debatte, die geführt werden müsste und eines Tages auch geführt werden wird, wenn in Syrien zumindest ein Ende des Krieges näher rückt. Ja, vielleicht lassen wir das dann weiter für die Diskussion noch mit dem Publikum und gehen mal nach Saudi-Arabien, zu den Golfstaaten. Markus, du schreibst in deinem Buch, beziehungsweise du schreibst viel über Saudi-Arabien und Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate waren 2017, wie auch in den Jahren davor, bei den Empfängern deutscher Rüstungsexporte ganz oben mit dabei. Nun gab es, wir haben uns im Vorgespräch kurz drüber unterhalten, in den Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD wurde ein Genehmigungsstopp für die Staaten der von Saudi-Arabien angeführten Anti-Houthi-Koalition im Krieg im Jemen beschlossen sozusagen. Tut das der deutschen, was ist von diesem Beschluss zu halten erstens? Und tut das der deutschen Rüstungsindustrie überhaupt weh? Um wie viel Geld geht es da? Um welche Dimensionen handelt es sich? Ja, um kurz den Beschluss, ich weiß nicht, ob ihr den alle mitbekommen habt, in dem Sondierungspapier, das jetzt die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen ist, wurde beschlossen, keine Rüstungsexporte mehr zu genehmigen an die Länder der Koalition, die im Jemen Krieg führen. Allen voran sind es die Saudis, die Vereinigten Arabischen Emirate und mit seiner Marine auch Ägypten. Die drei Länder haben letztes Jahr für rund 1 Milliarde Euro Waffen in Deutschland gekauft, das Jahr davor auch. Katar gehört auch noch dazu, bevor sie sich mit den Saudis und den Emiraten zerstritten. Da waren es dann vor 3 Jahren, glaube ich, sogar Rüstungsexporte in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro an den Golf. Insofern ja, das tut der deutschen Rüstungsindustrie weh. Rheinmetall ist da stark im Geschäft, Diehl Defence, Airbus ist jetzt ein europäisches Konglomerat. Es tut der deutschen Rüstungsindustrie weh, was man auch gesehen hat an den Reaktionen der Lobby, an Verbänden wie dem Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die wollen mit aller Macht verhindern, dass diese Klausel keine Waffen an die Jemen-Koalition in den Koalitionsgesprächen beschlussfest gemacht wird. Der Vermittler der SPD war Rolf Mützenich, ein moderater SPD-Linker, der zumindest bei den Rüstungsexporten eine gute Position hat. Dem ist jetzt die Federführung abgenommen worden von Sigmar Gabriel. Gabriel trat ja 2013 an mit dem Slogan »Keine Waffen mehr nach Nahost«, verkürzt gesagt. 4 Jahre später ist er damit nicht nur gescheitert, sondern hat, wie ich zuletzt in dem Jugendmagazin meines Sohns, Dein Spiegel, las,
die Position des totalen Rüstungsbefürworters auch in Spannungsgebiete übernommen. Darum, glaube ich, können wir uns freuen über diesen Lieferungsstopp, Genehmigungsstopp, aber ich fürchte, dass er in 2 Wochen auch schon wieder vorbei ist oder in 4, wenn die Koalitionsgespräche beendet sind. Ja, in den Kriegen, das ist auch eine Frage an euch beide, in den Kriegen gegen den IS und im Jemen lassen sich die Spuren von der Waffenlieferanten besser verwischen als bei offiziell genehmigten Exporten. Dennoch sind ursprünglich vom deutschen Waffenkonzern Heckler & Koch entwickelte G36 Sturmgewehre aus Saudi-Arabien im Jemen aufgetaucht und es sind auch die von der Bundeswehr an die Peschmerga im Nordirak gelieferten Gewehre auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht. Du hast es am Anfang auch angedeutet. Gibt es denn überhaupt eine sichere Rüstungsendkontrolle mit Lieferbescheiden oder ist das eine Illusion und herumdoktern an Symptomen? Es wäre was ganz anderes nötig. Naja, ich bin ja dafür, dass überhaupt keine Waffen exportiert werden, dann brauchen wir auch keine Endverbleibskontrolle. Ganz praktisch ist es tatsächlich so, dass es keine Endverbleibskontrolle gibt. Das heißt, es läuft so, eine deutsche Firma möchte eine Waffe exportieren, kriegt von der Regierung eine Genehmigung, dann werden die Waffen dahin geliefert und fertig. Das ist so, wie es immer funktioniert. Und wir haben es in den letzten Jahren an verschiedenen Punkten gemerkt, wenn man denn mal irgendwo eine deutsche Waffe findet, wo sie nicht hingeliefert worden ist, dann tut die Bundesregierung alles, um das ja nicht aufzuklären. Das ist mal in Georgien G36 aufgetaucht. Da macht die Bundesregierung gar nichts, um an die Seriennummer ranzukommen, um mal zu gucken, wo es herkommt. Auch als in Libyen kistenweise G36 auftauchten, wo sie nie hingenehmigt wurden. Also es wird immer massiv und intensiv weggeguckt und die Logik dahinter ist klar, weil die Bundesregierung sagt, wir liefern Waffen ja nur an Freunde. Und man möchte den Freund nicht beim Bescheißen erwischen. So, und deswegen wird sozusagen, wenn dagegen verstoßen wird, wird das auch nicht weiter verfolgt. Das ist leider die Situation. Und das Problem sind eben insbesondere diese kleinen Waffen. So ein Panzer, den kannst du nicht mal so eben weitergeben. Aber diese sogenannten Kleinwaffen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Panzerfäuste und Handgranaten, das sind die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit, hat Kofi Annan sie mal genannt. Das sind, glaube ich, 70-80% der Menschen in den heutigen Kriegen sterben durch diese Kleinwaffen. Das sind die gefährlichsten aller Waffen und die sind natürlich vor allem eins, die sind klein, die kannst du auf dem Pickup tun, kistenweise, die kannst du auch mal in Container packen und verschiffen und das passiert auch ganz praktisch. Also wir wissen, dass ja verschiedene europäische Länder im Libyen-Bürgerkrieg die Gegenseite von Gaddafi aufgerüstet hat, da wurden auch Minenraketen dann mit Fallschirm abgeworfen und da konnten wir richtig so einen Trail sehen, wie das erst in Libyen eingesetzt wurde. Als Gaddafi tot war, ist denn im Mittelmeer ein Schiff hops genommen worden, bis oben hin voll mit solchen kleinen Waffen auf dem Weg in den syrischen Bürgerkrieg. Das heißt, die gehen von Krieg zu Krieg zu Krieg, alles auf diesem illegalen Waffenmarkt und das lässt sich überhaupt nicht kontrollieren. Man könnte jetzt einführen eine Kontrolle, wo man sagt, man macht jedes Jahr eine Lotterie, zieht 100 Seriennummern von exportierten Waffen und kontrolliert dann, ob sie immer noch da sind, wo sie mal waren. Nur daran hat die Bundesregierung überhaupt kein Interesse, also so verdachtsunabhängige, random, zufällige Kontrollen. Dann müssten sie eben auch mal in so ein US-Arsenal gehen und sagen, ist jetzt dieses Scharfschützengewehr noch da, ist der Panzer noch in Katar, ist, ne? Also, und damit würden sie ja Kontrollen bei Freunden auch machen müssen, das wollen sie nicht und deswegen müssen wir davon ausgehen, das wird jetzt vielleicht sowas kommen wie so eine punktuelle, verdachtsabhängige Endkontrolle, die aber nichts daran ändert, dass sie gerade die kleinen Waffen am Ende doch von Krieg zu Krieg ziehen. Also das ist alles Augenwischerei. Wer nicht möchte, dass deutsche Waffen im Krieg eingesetzt werden, der darf sie gar nicht erst exportieren. Gibt keinen anderen Schutz. Genau, und was die Sache noch schlimmer macht, ich habe hier von dem ersten Bild, das war letztes Jahr auf der Waffenmesse IDEX in Abu Dhabi, wo alle Länder, darunter auch Deutschland, ihre Stände haben. Das ist das berühmte G36-Gewehr, was Jan, glaube ich, in Syrien gesehen hat. Nee, das G36 nicht. Aber in Jemen ist es kistenweise abgeworfen worden. Dieses Gewehr kann nicht nur in Oberndorf hergestellt werden, in Baden-Württemberg, sondern wird mittlerweile auch in Saudi-Arabien hergestellt, in Lizenzproduktion. Und da gab es eine besondere Form von vermeintlicher Endverbleibskontrolle. Es hieß nämlich, ihr dürft 4 Komponenten oder 5 nicht herstellen, die müsst ihr aus Deutschland importieren. Mittlerweile haben es die Saudis nur geschafft, diese Komponenten, ein paar Bolzen und dergleichen selbst herzustellen. Das heißt, dieses
Gewehr wird ganz legal in Saudi-Arabien hergestellt und wandert weiter nach Jemen, wandert nach Sudan und sonst wohin. Das heißt, diese Kontrolle funktioniert nicht und der Grundsatz, keine Kleinwaffen zu exportieren, ist immer noch die beste Rüstungskontrolle. Dazu will ich noch eine kleine Anekdote erzählen, denn wir sind schon 2012, gab es zum ersten Mal Berichte, dass die Saudis dieses G36 selbst herstellen können und dass sie es auf einer Messe ausgestellt haben. Gut, dann bin ich 2013 auch auf diese Waffenmesse nach Abu Dhabi gefahren. Die Saudis hatten ihren Stand und stellten da das G36-Gewehr aus. Jetzt muss man dazu wissen, es gab diese Genehmigung für den Bau der Waffenfabrik in Saudi-Arabien. Aber diese Genehmigung macht eines ganz deutlich. Saudi-Arabien darf die Waffen nicht an andere Länder weiterliefern, ohne Genehmigung der Bundesregierung. Das ist der sogenannte Reexport. Das heißt, falls die Saudis das Gewehr weiterverkaufen wollen, braucht es aus Berlin eine Genehmigung. Also komme ich zurück aus Abu Dhabi, frage die Bundesregierung, gibt es einen Antrag auf Reexport von Saudi-Arabien? Nee, gibt es nicht. Dann gucken wir uns ins Internet, da werden diese G36 auch angeboten, handlich verpackt, steht da so richtig in der Holzkiste zu, 8 Stück und so. Und dann haben wir all das an die Bundesregierung geschickt, haben gesagt, ich habe es auf der Waffenmesse gesehen, im Internet wird es zum Verkauf angeboten. Es gibt keinen Reexportantrag, keine Genehmigung. Was macht die Bundesregierung? Die Antwort der Bundesregierung, eine Verkaufsabsicht ist nicht zu erkennen. Das meine ich damit, also es sind Freunde, Saudi-Arabien ist ein wichtiges Land für die Bundesregierung und dann wird eben heftig weggeguckt, wenn beschissen wird. Das ist die Situation leider. Ja, ich würde gerne noch kurz nach Ägypten gehen. Das ist ja sozusagen ein neuer großer Empfänger von deutschen Waffenexporten. Da ist es so, dass auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten ja ein Krieg tobt mit 20.000 ägyptischen Soldaten gegen Kämpfer von Al-Qaida und Islamischem Staat. Von diesem Krieg hört man auch kaum etwas in Europa, aber er wird mit europäischen Waffen geführt. Das schreibst du auch in deinem Buch, Markus. Welche deutschen Rüstungskonzerne exportieren nach Ägypten und was exportieren sie nach Ägypten? Also, was den Sinai betrifft, ist, glaube ich, Deal Defense als erstes zu nennen. Das ist einer der 5 großen Konzerne, vielleicht der weniger bekannte als Krauss-Maffei-Wegmann, Airbus oder Rheinmetall. Die liefern dort sogenannte Luft-Luft-Raketen hin, mit denen die Flugzeuge, die Kriegsflugzeuge ausgestattet sind und die im Kampf gegen den IS dort angewandt werden. Das ist ein rein deutsches Produkt. ThyssenKrupp Marine Systems ist mit einem U-Boot-Geschäft im Gange. Auch das wird nach Ägypten geliefert. Und während der Proteste auf dem Tahrirplatz oder in der Nähe des Tahrirplatzes 2011 waren es auch Rheinmetall-Radpanzer, die, wie Videos bewiesen, eingesetzt waren und dort Demonstranten getötet haben beim Manövrieren auf einer Demonstration. Das heißt, das, was Rüstungsgegner, sei es Journalisten, sei es Abgeordnete, immer wieder versuchen, die Smoking Gun zu finden, also wirklich nicht nur zu sagen, Deutschland verkauft an diese Staaten, das ist schlecht, sondern zu sagen, hier haben wir die Bombe, die in Sizilien von der Rheinmetall-Tochter produziert wurde und ist dort gelandet. Das war in Ägypten 2011 möglich. Je öfter man solche Dinge findet, umso besser ist es, Druck auf die Regierung zu machen. Das G36 haben wir jetzt schon ein paar Mal benannt, da sind es dann Recherchen von Kollegen, das sind dann immer Teams von NGOs, von Abgeordneten, von Journalisten, die nachgewiesen haben, wie das G36 in Mexiko zur Tötung von Demonstranten eingesetzt wurde. Heckler & Koch steht bald hoffentlich vor Gericht in Stuttgart wegen dieser illegalen Geschäfte. Die kritischen Aktionäre gründen sich in ein paar Wochen oder Monaten bei Heckler & Koch. Das heißt, auch wenn das jetzt von Ägypten wegführt, es tut sich was. Es sind kleine Sachen, aber es tut sich was. Und auch jetzt, heute Abend, demonstriert die NGO Urgewalt vor den Koalitionsgesprächen gegen die Lieferungen nach Jemen, weil befürchtet wird, dass die wieder aufgenommen werden an die Staaten der Jemen-Koalition. Und so fügen sich Ägypten, Saudi-Arabien und die Emirate zusammen und die Rüstungslobby kann man unter Druck setzen, sie ist stark, sie hat mehr Geld als ihre Gegner, aber da ist etwas in Bewegung, habe ich zumindest den Eindruck, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe. Du machst das schon 8 Jahre länger, aber das ist, glaube ich, gut so.
Ja, ich möchte jetzt dir doch noch mal die Frage stellen, die ich auch im Interview vorhin gestellt habe, bei Ägypten bleiben. Also wir hatten hier im Dezember eine Veranstaltung mit Christian Jakob, der ein Buch geschrieben hat, Diktatoren als Türsteher Europas. Da ging es um die Einbindung der nordafrikanischer autokratischer Regime und des Nahen Ostens in die Migrationsabwehr. Migrationskontrolle möglichst schon vor den Grenzen Europas und auch an Militärhilfe, ging um Militärhilfe an den Niger, um die Kontrolle der Routen. Lassen sich denn Zusammenhänge, jetzt wenn wir bei Al-Sisi bleiben, erkennen zwischen Rüstungsexporten, Erhöhung von Rüstungsexporten und der Unterstützung sozusagen auf ein bisschen anderen Ebenen von Al-Sisi als Türsteher Europas eben in der Migrationsabwehr der EU? Ja, die Bundesregierung verhandelt seit Jahren und hat am Ende erfolgreich verhandelt ein Sicherheitsabkommen mit Ägypten als erstes. Da geht es um Ausbildung von Polizeikräften, von Grenzschützern. Und diese Grenzschützer sind an der Mittelmeerküste im Norden Ägyptens tätig, um das zu machen, was Europa sich wünscht, nämlich Flüchtlinge abzuhalten. Das ist in einem Migrationsabkommen geregelt, wo Deutschland genau das belohnt, was du fragst, nämlich Ägypten dafür, dass keine Ägypter oder Sudanesen oder Bürger anderer ostafrikanischer Staaten durch Ägypten die europäischen Küsten erreichen. Und die Rüstungsindustrie ist ja auch im ständigen Wandel begriffen und ein großer Zukunftsmarkt ist der Überwachungssektor des Mittelmeeres. Das sind Drohnen, das sind satellitengestützte Systeme, das ist nicht nur in Ägypten, sondern in einer noch schlimmeren Diktatur oder in einem Failed State, der noch im Bürgerkrieg ist. In Libyen verhandelt die EU auch mit der Nichtregierung darüber, wie Flüchtlinge abgehalten werden können und dafür kriegen sie Hightech-Abschottungssoftware und Hardware. Ja, also wir haben ja jetzt ein mehrheitlich düsteres Bild gezeichnet oder von euch zeichnen lassen. Jetzt nochmal so ein bisschen zur Form des Protests, Ausblick. Jan, du warst bis Herbst 2017 für die Linksfraktion, also für die Fraktion Die Linke, Abgeordneter im Bundestag. Davor und auch jetzt wieder bist du in verschiedenen, auch außerparlamentarischen Initiativen gegen Waffenexporte aktiv. Aber was müsste sich denn deiner Ansicht nach bewegen, damit das Parlament, also innerhalb des Parlaments und die außerparlamentarische Opposition der Rüstungsindustrie der Deutschen und der Bundesregierung weitergehende Zugeständnisse abbringen? Ja, der Rüstungsindustrie werden wir keine Zugeständnisse abbringen, sondern das ist eine Kampagne, die richtet sich tatsächlich ausschließlich an die jeweilige Regierung, weil das braucht Verbote. Im Moment haben wir ja so ein Rüstungsexportkontrollsystem, das im Einzelfall entscheidet und im Einzelfall wird fast immer Ja gesagt. Selbst als 98 Rot-Grün rankam, die haben damals erklärtermaßen Rüstungsexporte einschränken wollen und am Ende ist es gestiegen. Gabriel, den glaube ich sogar, dass er ein bisschen was verändern wollte. Und am Ende hat Gabriel die höchsten aller Rüstungsexportzahlen aller Zeiten zu verkünden. Also insofern, in diesem System funktioniert es nicht. Wir brauchen klare gesetzliche Verbote und das muss eine Bundesregierung erlassen. Die Rüstungsindustrie, die lebt davon, dass sie den Scheiß verkauft. Also insofern ist es eine Forderung an die Bundesregierung. Und ich glaube, das eine Fund, was wir haben, ist eine Mehrheit. Über 80% der Menschen in Deutschland sind gegen jede Art von Waffenexport. Und selbst die Gewerkschaften, gibt es natürlich die einen in der IG Metall, die arbeiten in Rüstungsbetrieben, die denken an ihren Job, aber es gibt auch in der IG Metall eben viele, die finden das falsch. Und wenn man dann weiß, dass von allen deutschen Exporten gerade mal 0,1% Waffenexporte sind, ist das ökonomisch kein großer Faktor. Und meine Forderung ist ja immer zu sagen, Kleinwaffenexporte als erstes stoppen, da reden wir in ganz Deutschland nicht mal über 1000 Arbeitsplätze. Da geht es geldmäßig um relativ wenig. Das ist ziemlich viel Tod, aber ziemlich wenig Geld. Und ich glaube, das ist eine Forderung, die werden wir gewinnen. Wir müssen das jetzt schaffen, sozusagen die Ablehnung, die es gibt, diese über 80% und die ganzen guten Argumente, die es gibt, einfach noch stärker nach vorne zu bringen. Dass es überhaupt Thema ist, dass überhaupt so jemand wie Mützenich in Sondierungsgesprächen sowas dann sogar durchsetzen kann, liegt natürlich daran, dass sich in den letzten 5 Jahren sehr viel getan hat in Deutschland. Mal kurz erklären, den Herrn Mützenich. Herr Mützenich, das ist der, den Markus da eben erwähnt hatte, der für die SPD in den Sondierungsgesprächen die Außenpolitik verhandelt hat und eben durchgesetzt hat, dass jetzt erstmal gestoppt ist, Waffenlieferung an die Jemen-Koalition. So, das war Mützenich.
nicht. Das wäre vor 8 Jahren undenkbar gewesen, weil da war es überhaupt kein Thema. Also insofern hat die Arbeit der letzten Jahre, Aktion Aufschrei, ist ein ganz breites Nichtregierungsbündnis in Deutschland mit Kirchen, mit entwicklungspolitischen Arbeitsgruppen. Die haben sehr viel gemacht, in der ganzen Fläche in Deutschland, vor Ort, aber auch hier in Berlin. Ich denke, unsere Arbeit im Bundestag, also da haben wir richtig viel in Bewegung gesetzt. Und jetzt kommt es darauf an, das noch einen Schritt weiter zu machen. Und da muss ich sagen, habe ich ein Fragezeichen. Ich habe eigentlich immer gedacht in den letzten 8 Jahren, Waffenexporte könnten auch ein Thema sein oder sogar das Thema sein, um die deutsche Friedensbewegung wieder mit neuem Leben zu erwecken. Das ist ja so, ich bin ganz viel mit Vorträgen durch ganz Deutschland getingelt. Wirklich in jeder Kleinstadt war ich wahrscheinlich mittlerweile, auch wenn ich sie alle wieder vergessen habe. Es gibt in jedem kleineren und größeren Ort in Deutschland gibt es noch Reste der Friedensbewegung. Mindestens eine sehr aktive Friedensgruppe, tolle Leute. Aber es fehlt eben als Bewegung tatsächlich auch an Bewegung. Wir schaffen es eigentlich nicht bei diesen ganzen Aktionen, die es gab. Wir haben mal eine Fahrraddemo bei Krauss-Maffei-Wegmann in München gemacht, eine Blockade von Rheinmetall in Düsseldorf, hier in Berlin und so weiter. Das sind die ewig gleichen 100 Leute, die da kommen. Und ich denke eigentlich, dass der Kampf gegen Waffenexporte, das könnte was sein, was in der Fläche die Friedensbewegung wieder nach vorne bringen kann. Denn man hat überall tolle Objekte, wo man was machen kann. Rüstungsfirmen gibt es überall. Wir haben mal so einen Rüstungsatlas Hamburg gemacht. Wir haben über 90 Rüstungsfirmen in Hamburg. Man kann immer vor der eigenen Haustür demonstrieren, Aktionen machen, protestieren, was auch immer. Und es gibt ständig Exporte über den Hamburger Hafen, über Flughäfen, die man stoppen könnte, die man blockieren könnte. Also es ist sowas, da kann man richtig viel vor Ort machen und vor allem, wir können das gewinnen. Ich bin mir ganz sicher und da würde ich jetzt jede Wette eingehen, wir werden das in den nächsten Jahren sehen, dass wir ein Kleinwaffenexportverbot bekommen. Die Republik ist reif dafür und wir schaffen das, wenn wir noch 2, 3 Schritte weitergehen. Ich zähle auf euch. Also dann wäre ja zum Beispiel, weil ich denke immer drüber nach, wie kann man den Diskurs oder dieses Reden über Fluchtursachen bekämpfen, von links auch besetzen. Eigentlich wäre das Waffenexport-Thema, könnte ja ein linker Ansatz dafür sein. Ja, das finde ich nicht gut. Also seit 2015, seitdem die Flüchtlingsfrage so groß im Raum steht, wird das immer wieder versucht und ich finde das nicht richtig. Bei mir fühlt sich das ein bisschen an wie Instrumentalisieren. Ja, natürlich ist es so, dass auch Menschen auch vor deutschen Waffen fliehen, aber der Fluchtursachen sind viele. Ich glaube, ökonomische Gründe sind nochmal viel wichtiger und die Kriege in Syrien, da fliehen sie auch vor russischen Waffen, vor amerikanischen Waffen, vor und. Und jetzt sozusagen die Flüchtlingsdiskussion zu nutzen, um nochmal der Waffenexportdiskussion Schub zu geben, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ich verweigere das immer. Ja, ich glaube auch, es sind zwei komplexe Themen zusammengerührt, die dann irgendwann nicht mehr so verständlich sind wie eben das Kleinwaffenstopp, Kleinwaffenverbot. Was Ottfried Nassauer, auch ein wichtiger Forscher in dem Bereich, stark macht, der sehr wichtige, gute Studien zu Rheinmetall und diesen Joint Ventures geschrieben hat, der sagt, Munitionsexporte stoppen, einfach Munitionsfabriken austrocknen. Wenn es keine Munition für die Knarren mehr gibt, nützt dir das beste Gewehr nichts mehr. Ich glaube, diese punktuellen Ansätze sind der Weg. Ich fand immer, als du noch im Parlament warst und als es noch zumindest eine numerische rot-rot-grüne Mehrheit gab, die gab es ja in der letzten Legislaturperiode, so eine Guerilla-Aktion wie bei der Homo-Ehe zu sagen, wir haben die Mehrheit, wir machen ein Rüstungsexportgesetz. Aber sowohl die Grünen sind bei den Jamaika-Verhandlungen an die Wand gefahren mit der Forderung nach Rüstungsexportkontrollgesetz, wie die SPD jetzt auch. Drum kann man sich aufs Parlament, glaube ich, die nächsten Jahre nicht mehr so sehr verlassen, sondern muss ja diese alten Reste der Friedensbewegung mit jungen Aktivisten zusammenbringen, in der Hoffnung, dass da was zusammenwächst. Und mein Vater war friedensbewegter Sozialdemokrat und bei vielen Lesungen sind einfach Leute im Alter meines Vaters, die von 80, 82 NATO-Doppelbeschluss und diesen Zeiten reden und die da mit leuchtenden Augen von sprechen. Und ja, ich habe auch das Gefühl, da geht was, aber es muss noch was passieren. Okay, Proteste gegen Rüstungsexporte, vor allen Dingen gegen Kleinwaffen, ist jetzt das Gebot der Stunde für uns. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, Markus, vor allen Dingen. Da geht es um, wenn wir jetzt an eine Friedenslösung in Syrien beispielsweise denken,
Und du hast aus dem Libanon, aus Syrien und Ägypten berichtet über die Region lange Zeit. Welche Rolle dürften oder sollten die USA und Europa, konkret Deutschland, denn überhaupt darin spielen angesichts der eigenen Verstrickung in diese Kriege? Ich glaube, das Traurige zu Beginn des achten Kriegsjahres ist, dass es noch einige Jahre länger dauern wird. Ich habe in Bosnien gelebt, in einem Nachkriegsland, bin in Libanon gegangen, auch als es ein Nachkriegsland war. Dann kam ein neuer Krieg, dann war es wieder ein Kriegsgebiet. In Libanon dauerte der Krieg 15 Jahre, grenzt ja direkt an Syrien an, und diese gesellschaftlichen Versöhnungsprozesse haben dort eigentlich nie begonnen. Das ist weiter ein nebeneinander herleben, und das Ausmaß der Zerstörung in Syrien ist so viel größer. Und der Konflikt noch so am Kochen, der türkische Einmarsch, zeigt ja, dass immer noch eine neue Stufe kommt. Wenn wir an einem Punkt gelangt sind, wo wirklich alle Kriegsparteien müde sind oder das erreicht haben, was sie wollen, glaube ich nicht, dass es ohne internationale Truppenpräsenz geht. So wie in Bosnien und im Kosovo. Ich bin nicht für die Kosovo-Intervention, aber ich glaube, dass diese KFOR und SFOR und IFOR-Truppen tatsächlich nötig waren, um die Konfliktparteien auseinanderzuhalten. Und ich glaube, das wird in Syrien auch nötig sein. Ob das dann deutsche oder britische Truppen sein müssen, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das werden dann türkische, saudische, iranische Truppen sein. Vorhin wurde so ein bisschen scherzhaft vorgeschlagen, eine Lotterie zu starten, wo man 10 Seriennummern oder 100 Seriennummern raussucht, um mal zu prüfen, wo die eigentlich gelandet sind. Und eine Frage zur rein praktischen Umsetzung von so einem Prüfvorgang wäre jetzt, viele Waffen wurden in den 70er, 80er Jahren verkauft. Und wenn ich jetzt da an die Familie Assad dann in den 70er Jahren eine Milan-Rakete verkauft habe und die jetzt im Telefonbuch suchen würde, die Familie Assad würde ich wahrscheinlich keinen erreichen. Also was wäre denn eine wünschenswerte Konsequenz, wenn man sowas einführt, so eine Prüfung? Ich fange mit der letzten Frage an. Das war gar nicht scherzhaft. Ich war ja mal Biowaffeninspektor, und eigentlich gibt es ja das gar nicht. Das war damals ja nur für den Irak eingerichtet. Aber es gibt ja im Chemiewaffenbereich, gibt es ja Chemiewaffeninspekteure, die weltweit Chemiefabriken untersuchen. Und das läuft tatsächlich nach einem Zufallsschlüssel. Das heißt, jedes Land muss angeben, welche Chemiefabriken die sozusagen unter die Kontrolle fallen, sie haben. Und dann wird tatsächlich per Zufall ausgesucht, in welchem Land welche Fabrik jetzt von den UN-Inspekteuren untersucht wird. Und das ist meine Idee auch. Man muss das verdachtsunabhängig machen. Und wenn es wirklich eine Lotterie ist, heißt es, muss jedes Land, das in Deutschland Waffen gekauft hat, jederzeit befürchten, ah, jetzt gucken Sie doch mal nach, wo dieser Panzer geblieben ist. Das heißt, sobald es zufällig ist, hat man eine sehr einhegende Wirkung. Deswegen meine ich das gar nicht so aus Spaß. Und mit Seriennummern ziehen deswegen, weil all diese Waffen haben eine Seriennummer. Und dann muss man sich auch nicht festlegen, untersucht man jetzt irgendwie 100 Sturmgewehre, 20 Panzer, 10 Flugzeuge, sondern man sagt einfach, aus dem ganzen Topf, den wir da haben, irgendwie werden 100 Seriennummer gezogen, was auch immer rauskommt. Das kann dann eben beliebig unterschiedliche Länder und Waffensysteme treffen, aber deswegen halte ich das eigentlich für ein richtig kluges System. Das ist ein bisschen abgeguckt bei den Chemiewaffenkontrolleuren. Genau, und jetzt haben wir die Nummer gezogen, und dann... Wir haben Botschaften in all diesen Ländern, da wird eben eine Nummer vom Sturmgewehr gezogen, was an die USA verkauft wurde. Und dann geht eben jemand aus der deutschen Botschaft in Washington los und fragt dann eben das amerikanische Verteidigungsministerium, ihr habt die gekauft, wo ist die? Und die Armeen wissen das, wo das Zeug ist. Das heißt, die Amerikaner könnten sagen, das ist gerade irgendwie mit unseren Marines in Afghanistan unterwegs, können wir euch erst in 2 Jahren zeigen oder in 3 Monaten, wenn der Typ wieder zurück ist, gebongt. Und in 3 Monaten geht dann der Botschaftsmitarbeiter, der muss überhaupt kein Fachmann sein, weißt du? Der muss sich dann nur zeigen lassen, das ist die Waffe, die Seriennummer kann er selber lesen. Das funktioniert relativ einfach. Also die Amerikaner haben schon so eine Endverbleibskontrolle. Das nennt sich bei denen das Blue Lantern-Programm. Das ist aber meistens verdachtsabhängig. Das heißt, wenn sie das Gefühl haben, da ging es zum Beispiel mal um Scharfschützengewehre, die ganz heikel sind, die in ein arabisches Land gegangen sind. Sie haben mir nicht gesagt, welches. Da haben sie dann schon mal so, also ohne dass es einen konkreten Verdacht gab, einfach mal nach 5 Jahren sind sie hin und haben einfach einem Botschaftsmitarbeiterin gesagt, geh da mal hin, guck, ob die noch da im Schrank stehen. Also das ließ sich relativ einfach implementieren. Man hat natürlich eine völkerrechtliche Frage dabei.
wir könnten jetzt nicht sagen, wir ziehen eine Nummer aus den 70er Jahren, weil die ist unter anderer Bedingung verkauft worden. Man müsste das jetzt in die Genehmigung reinschreiben. Das heißt, wenn Krauss-Maffei-Wegmann jetzt einen Vertrag macht mit Katar, muss da drinstehen, wir verkaufen sie euch, wenn ihr auf immer und ewig zusichert, falls diese Nummer gezogen wird, dass ein Deutscher aus der Botschaft sich das angucken darf. Und wenn die Kataris das nicht wollen, dann kriegen sie eben keine Genehmigung, ganz einfach. Das ist also ein System, das ließe sich implementieren. Das hätte eine unglaublich disziplinierende Wirkung auf die illegale Weitergabe von Waffen. Das würde es nicht komplett verhindern, aber das würde, glaube ich, einiges verhindern. Nur wie gesagt, das kann man alles machen. Ich finde das System auch gut, aber noch lieber werden die Waffen gar nicht erst verkauft. Jetzt zu deiner Frage nochmal. Was war das nochmal? Die Lizenzen. Ja, ja, ich meine, das in den 60er Jahren mit dem G3. Also die sind nicht nur verkauft worden, die sind auch verschenkt worden. Also der Iran zum Beispiel, der Schah hat damals eine G3-Fabrik geschenkt bekommen, weil Persien damals eben bei den Vereinten Nationen die BRD als legitimen deutschen Staat anerkannt hat und nicht die DDR. Und das Dankeschön dafür bekam dann der Iran die Fabrik geschenkt, die wurde aufgebaut, sie lief und dann kam die Islamische Revolution 1979. Und die Fabrik läuft immer noch. Und es ist tatsächlich so, dass diesen ganzen, wir haben keine genauen Zahlen, die Schätzungen gehen von 12 bis 15 Fabriken, G3-Fabriken in der ganzen Welt, also auch Mexiko und was es da alles gibt, die produzieren alle bis heute und damals gab es keine Re-Export-Genehmigung. Das heißt, damals wurde denen geschenkt, die durften produzieren und durften das auch verkaufen und das tun sie auch. Das heißt, wir finden oft auch Bilder aus Bürgerkriegen, wo ein G3-Gewehr ist. Da können wir nie sagen, das ist ein deutsches Gewehr, sondern können wir nur sagen, ein in Deutschland entwickeltes. Wenn du die, manchmal siehst du das, also ich nicht, aber Experten können sehen, das ist wahrscheinlich aus pakistanischer Produktion. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du das auch gesehen auf der Rüstungsmesse in Abu Dhabi. Die Pakistanis, POF heißen die da, die Pakistani Ordnance Factory, die stellt G3 aus, weil die haben die Fabrik, die produzieren das, die dürfen das auch verkaufen. Und es gibt auch eine Zahl, eine geschätzte Gesamtzahl für alle mittlerweile weltweit produzierten und verkauften G3s, die habe ich aber vergessen. Das liegt im Millionenbereich, aber bei Jürgen Gresslin in seinem Buch, der hat das mal ausgerechnet. Ich glaube, das war im Bereich von 10 Millionen oder noch mehr, ich weiß es nicht. Also viele, viele Millionen von den G3s. Und wie gesagt, wenn man G3 sieht, weiß man nicht, ist sie in Deutschland produziert, in Pakistan, Iran, findest du überall dieses Scheißding. Und auf der IDEX in Abu Dhabi, die Pakistanis haben es dann auch in vergoldet und in versilbert stehen. Also es hat schon, das ist ja eh das Auffällige auf diesen Rüstungsmessen, das ist wieder auch der G36-Katalog. Da werden ja inzwischen nicht nur die Gewehre, sondern auch die dazugehörige Munition vor Ort produziert. Also das geht immer weiter, dieser Kreislauf. Je mehr deutsche und andere Unternehmen ihre Lizenzen weiterverkaufen, dann hat das die Bundesregierung nicht mehr in der Hand. Und Rheinmetall ist dann noch mit dabei, die haben dann diese 120 mm Mortarbombs in der Ausstellung und die werden in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten künftig auch immer stärker selbst produziert. Das ist so eine Auslagerung der Fabriken in Drittstaaten und damit wird jede Kontrolle darüber aus der Hand gegeben. Aber jetzt nochmal als Frage, dann bräuchte es ja eigentlich doch sowas wie eine transnationale Institution, die diese Kontrollen durchführt, weil Jan vorhin meinte, also es liegt immer noch, natürlich, also deutsche Exporte von deutschen Gütern, die Proteste dagegen müssen natürlich hier laufen, aber ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gedacht bei diesen Lizenzfabriken und den Joint Ventures. Eigentlich muss es eine transnationale Institution geben, eine UNO-Organisation oder so, die das kontrolliert. Ja, wäre natürlich super. Es gibt auch bei der UNO jetzt seit mittlerweile 3-4 Jahren den ATT, Arms Trade Treaty. Es gibt eine UN-Konvention zum Waffenhandel, die aber nicht sehr streng ist und eigentlich alles erlaubt, was im Moment passiert. Nur bestimmte Exzesse verbietet. Ist aber gut, dass es das gibt. Nur Rheinmetall ist jetzt eine Sondersituation. Rheinmetall hat die Fabrik in Italien gekauft. Das heißt, das, was dort hergestellt wird, ist vorher auch schon in Italien hergestellt worden. Das war eine italienische Firma. Das heißt, Rheinmetall hat nichts Physisches exportiert nach Italien. Sie haben einfach die Firma verkauft und machen jetzt von da aus ihre Geschäfte. Sobald in diesen Bomben aus Sardinien
auch deutsche Technologie drin wäre, bräuchte es eine deutsche Reexportgenehmigung. So, deswegen fordern wir immer, das muss mal jemand untersuchen. Also wer weiß denn, ob Rheinmetall nicht doch eigenes Know-how eingebracht hat in Italien und da, was weiß ich, eine neue Zündung, eine neue Sicherung oder was auch immer. Dann wäre es nämlich genehmigungspflichtig in Deutschland. Und Denel in Südafrika von Rheinmetall ist genauso. Denel ist eine alte südafrikanische Munitionsfabrik, die hat Rheinmetall einfach aufgekauft. Und Denel hat in Saudi-Arabien die Fabrik gebaut. Deswegen ist das alles außerhalb der deutschen Kontrolle. Man könnte sogar wahrscheinlich das gesetzlich verankern, dass eine deutsche Firma, egal wo sie auf der Welt produziert, eine deutsche Genehmigung braucht. Das ist jetzt auch keine linke fixe Idee. Bei Schiffen ist das zum Beispiel schon so. Wenn eine deutsche Reederei, ein Schiff hat unter deutscher Flagge, was, ich sage jetzt mal, von Taiwan nach Südkorea fährt und Waffen transportiert, brauchen die eine deutsche Genehmigung. Das heißt, da sind die Besitzverhältnisse entscheidend. Das Gleiche könnte man für solche Waffenexporte machen. Rheinmetall ist eine deutsche Firma. Deswegen ist das Besitzverhältnis entscheidend. Deswegen könnte man auch das gesetzlich verankern, dass jeder Export von Rheinmetall, selbst wenn Denel ist und da keine deutsche Technologie drin ist, eine deutsche Genehmigung braucht. Also bei den Schiffen funktioniert es, warum nicht auch bei den Bomben? Ja, vielen Dank. Ich glaube, das nehmen wir jetzt als prägnantes Schlusswort, bevor es auch hier abbröckelt, weil ich sehe schon Leute gehen. Ich möchte mich nochmal sehr bedanken bei unseren beiden Gästen, Markus Bickel und Jan van Aken.